Hallo, ich bin's Klaus. Ich kriege heute eine Frage gestellt und die muss ich halt mit dem Stift beantworten. Bin gespannt, mal sehen, ob das gelingt. Okay, Lichtsignatur Audi A8 hinten. Das ist zwar sehr signifikant, aber auch kompliziert in der Konstruktion. Ich versuch's mal. Der Audi A8, der hat eine wie ein Laserstrahl, extrem scharf gezogene Linie, die einmal komplett ununterbrochen durch das Heck hindurchläuft. Hat ganz tolle Proportionen, das Auto. Sitzt sehr, sehr stark und gut auf den Rädern. Das zeichnet aber eigentlich jeden Audi aus. Eine schöne Endrohre. Also absolut sicher bin ich mir nicht. Aber eigentlich habe ich ein ganz gutes Gedächtnis. Ich bin nicht sicher, ob ich getroffen habe. Also 4 Einzelelemente pro Seite, eine durchgehende Linie. Mal sehen, ich bin gespannt. Jetzt kommt die Auflösung. Ich habe 2 wesentliche Elemente vergessen. Erstens, dass die Chromleiste gehalten wird von der Lichtsignatur. Auch ein wesentliches Designmerkmal, das hätte ich eigentlich auf dem Schirm haben müssen. Und die Audianer, die haben einen tollen Trick angewendet. Um die Fugen quasi zu verstecken, haben sie die Lichtsignatur segmentiert, sodass die Fugen nicht auffallen. Sehr clever, das habe ich auch nicht erinnert. Ich hatte im Kopf, dass das eine durchgehende Lichtsignatur ist, aber das ist wahrscheinlich das, was der Mensch dann auch erinnert, die Gesamtfigur. Aber was denkt ihr? Was ist eure Meinung? Bin ich dicht genug dran? Habe ich es getroffen oder nicht? Wie seht ihr das? Lasst mich das gern in den Kommentaren wissen. Interessieren würde mich natürlich auch, ob ihr das gewusst hättet. Also, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis bald.